Ja, hallo zusammen. Der Social Media Runde heute ein neues Videogespräch mit mir, auch als Landratskandidat. Heute dabei Frau Ute Schäfer, Frau Ute Weber-Schäfer, Tafelkoordinatorin hier beim Diakonischen Werk Bergstraße. Und im Hintergrund sieht man ein Bild von mir, als ich in Bürstadt bei einem der Tafelstandorte der Diakonie mitgearbeitet habe. Ich habe mittlerweile bei allen dreien schon mitgearbeitet. Es geht heute um die Angebote der Tafelarbeit bei uns im Kreis Bergstraßen. Da bin ich froh, dass die Tafelkoordinatorin Frau Weber-Schäfer dabei ist. Aber bitte stellen Sie sich erst mal kurz selbst vor. Ja, hallo zusammen. Ich bin seit November 2018 beim Diakonischen Werk Bergstraße als Tafelkoordinatorin für die Standorte Bürstadt, Lambertheim und Rimbach zuständig. Das ist ein weites Feld mit vielen Aufgaben und ich bin dankbar, dass ich das machen kann, weil ich auf die Art und Weise einen Beitrag leisten kann, ein Stück weit Menschen zu unterstützen. Vielen Dank, Frau Weber-Schäfer. Die Tafelarbeit hat jetzt ja gerade in dieser pandemischen Zeit eine besondere Herausforderung, Bedeutung auch nochmal zusätzlich gewonnen. Aber vielleicht schauen wir erstmal zurück auf den März 2020. Als Koordinatorin galt es da, glaube ich, nochmal einen immens großen zusätzlichen Aufwand zu bewerkstelligen. Wie war das damals so aus Ihrer Sicht? Gut, in meinem Leben vor den Tafeln habe ich als Projektmanagerin gearbeitet und März 2020, da war ich auch in der Art und Weise wieder stark gefordert. Meine Zeit, die ich investiert habe, entsprach ungefähr der Arbeitszeit als Projektmanagerin rund um die Uhr. Und natürlich waren wir alle sehr überrumpelt und sehr unsicher. Damals war noch nicht so viel über das Virus bekannt und für uns war sicher und stand sofort fest, mit dem Beginn des Lockdowns, dass wir zunächst mal alle drei Tafeln schließen. Wir hatten keine Ahnung, was erwartet uns, aber wir wussten, wir haben überwiegend Helferinnen und Helfer in der Risikogruppe und da galt für uns der Schutz als höchste Priorität. Dieser Reflex, die Leute zu schützen und sofort zu schließen, ist dann eingeholt worden von dem Gefühl, aber jetzt lassen wir doch genau die Menschen hängen, die uns ganz besonders brauchen. Und dann haben wir uns im zweiten Schritt sofort Gedanken gemacht, wie wir alternativ, insbesondere dann auch den Tafelnutzerinnen und Nutzern, die in der gesundheitlichen Risikogruppe sind, die Risikogruppe sind, zu helfen. Und so kam sehr schnell die Idee, allen über 60-Jährigen einen Lieferdienst anzubieten an allen drei Tafelstandorten. Und den jetzt ruckzuck innerhalb von 1, 2 Wochen aus dem Boden zu stampfen, war schon für alle eine große Herausforderung. Viel geholfen hat in der Zeit, dass im ersten Lockdown viele Menschen in Kurzarbeit gegangen sind oder auch teilweise gar nicht arbeiten konnten. Das heißt, wir haben sehr viel spontane junge Helferinnen und Helfer gefunden, die nicht in der Risikogruppe sind und die sozusagen in die Tafel gekommen sind, alle Aufgaben mit erledigt haben, Ware zusammenstellen, Ware sortieren. Herr Krug kennt das ja. Es ist viel zu tun, Obst zu reinigen, auf Mindesthaltbarkeitsdatum zu achten und dann letztlich die Kisten zu packen und dann eine Riesenmenge von Leuten aus Vereinen und anderen Einrichtungen, die dann spontan die Sachen zu den Kunden gefahren haben. Und das war so der erste Lockdown, der uns sehr beschäftigt hat. Das heißt, Sie sind dann in den ersten Wochen in den Lieferdienst sozusagen eingestiegen. Wie ist der letztendlich in Anspruch genommen worden? Sie haben ja dann die Kunden sozusagen kontaktieren müssen, informieren müssen. Wie kann man sich das vorstellen? Es mussten dann Pakete auch direkt dann schon geschnürt sein. Das war ja nicht die Möglichkeit. Ich kenne es ja. Sie haben es ja gesagt, dass man sich dann selbst was aussuchen kann mit Sicherheit. Sie haben ja dann kein rollenden, sage ich mal jetzt, im Laden dabei. Ja, wir haben die Kunden melden sich ja an, wenn sie die Tafel gerne nutzen möchten. Und von daher haben wir eine Kundendatei, aus der auch ersichtlich ist, wer in der Altersgruppe über 60 ist. Und natürlich haben wir aus Datenschutzgründen zunächst mal mithilfe unserer Tafelbüros, die dann auch ins Homeoffice gegangen sind, unsere Damen, die Tafelbüro machen, die Kunden durchtelefoniert und sie gefragt, ob sie diesen Lieferdienst wünschen. Und bis auf ganz wenige Ausnahmen haben natürlich alle spontan Ja gesagt. Und von daher war sicher, was wir tun, ist das Richtige. Und
das Zusammenstellen der Pakete und so weiter. Auch da sage ich mal, ich bin auch überall immer hin und her gependelt, hat sich schnell eine Übung eingestellt, zu schauen, frische Sachen, haltbare Sachen und wenn wir Glück hatten, auch Klopapier für die Leute. Wir haben unsere Kisten, Sie sehen dann ja im Hintergrundbild, dass wir sehr viele Kisten haben. Und diese Kisten, die haben wir verwendet, um die Sachen zu packen. Die Kisten haben wir vor die Türe gestellt, geklingelt. Die Leute haben ihre Ware aus der Kiste rausgenommen und wir haben die Kiste wieder zurückgeholt. Und am Tafelstandort sind dann alle Kisten wieder desinfiziert worden. Vielen Dank. Und die Kunden waren begeistert und die Helfer auch. Ja, Sie waren sicherlich froh, dass dann tatsächlich überhaupt so ein Service angeboten wurde, der Ihnen in Ihrer schwierigen Situation natürlich dann auch da mit Lebensmitteln zur Seite steht. Wie war das denn aus Sicht, sage ich jetzt mal auch mal, dass das Einzelhandel in dieser pandemischen Situation gewesen? Ich war ja selbst vor Ort, habe auch Lebensmittel abgeholt. Ich glaube, das ist eine große Lehre und eine wichtige auch Erkenntnis, die man gewinnen kann bei der Tafelarbeit, in welchem Überfluss letztendlich Lebensmittel leider produziert und zur Verfügung gestellt werden. Und am Ende des Tages, wenn es die Tafelarbeit nicht gäbe, nicht in der Verwertung, in der vernünftige Verwertung auch kommt, gab es da mehr oder weniger letztendlich dann auch in dieser pandemischen Situation an Waren, die Sie zur Verfügung gestellt bekommen haben? Gleich einen Schritt nochmal zurück zur Vorfrage, dann gehe ich auf Ihre Frage. Was für die älteren Herrschaften, die wir beliefert haben, auch wichtig war, war nicht nur die Lebensmittel, sondern das Gefühl, da ist jemand, der denkt an mich. Weil gerade auch im ersten Lockdown der Schreck groß war, plötzlich so isoliert zu sein, sich schützen zu müssen. Was die Lebensmittel betrifft, hat uns das nicht so sehr getroffen, weil wir ja mit dem Lieferdienst nur eine Teilgruppe unserer Kunden beliefert haben. Nicht die komplette Summe der Kunden. Wir haben ja nur die Teilgruppe der über 60-Jährigen beliefert. Dafür haben die Lebensmittel ausgereicht. Ich muss allerdings hinzufügen, wir, die Tafel, haben die Lebensmittel nicht selber organisiert, sondern Foodsharing, eine andere Organisation, die Lebensmittel rettet und mit denen wir eng zusammenarbeiten, ist eingesprungen. Denn bei Foodsharing sind überwiegend jüngere Leute. Jung ist bei mir alles knapp über 40 bis 60, die dort Lebensmittel retten. Und die haben sich in den Dienst der Tafel gestellt und haben die Lebensmittel gerettet und uns übergeben, damit wir den Lieferdienst machen konnten und unsere Fahrer außen vor waren. Im anderen Fall, in Rimbach zum Beispiel, hat der Lions Club komplett das Einkaufen der Lebensmittel übernommen. Die Lebensmittel wurden von dem Edeka dort in eine Scheune geliefert und dort zusammengepackt. Und auch in Lambertheim hat der Lions Club sich eingesetzt, hat zum Teil Lebensmittel dazugekauft und hat eben die damalige Präsidentin, die Frau Salber, hat komplett die Vereine koordiniert und gesteuert, um die ganzen Schichtpläne und Helfer einzubringen. Wir hätten wahrscheinlich zu wenig gehabt, wenn wir aufgehabt hätten, hatten wir aber nicht. Jetzt war ich im Sommer im letzten Jahr, war ich bei der Tafel in Bensheim. Das ist ja nicht der Diakonie zugehörig, aber dann habe ich fast alle sozusagen im Kreis Bergstraße dann auch mal besucht und konnte dann unter Corona-Bedingungen sozusagen die Abwicklung der Tafelarbeit dann auch vor Ort feststellen, war auch in der Ausgabe mit dabei. Und da musste ja einiges letztendlich dann auch investiert und umorganisiert werden, damit das jetzt auch wieder in einen richtigen Betrieb auch dann umgewandelt werden konnte. Gut, ich sage mal so, vielleicht ist das der zweite gute Grund, warum ich so gerne Tafelkoordinatorin bin. Mein betriebswirtschaftliches Studium war Einzelhandel mein Vertiefungsfach. Und letztlich sage ich immer, sind wir kleine Lebensmittelläden der christlichen Nächstenliebe. Sie sehen es alle, die jetzt hier zuschauen, auf dem Hintergrundbild. Das sieht doch aus wie bei einem wunderbaren Tante-Emma-Laden. Und für diesen Tante-Emma-Laden, für diesen Lebensmittelladen muss eigentlich alles genauso funktionieren, wie Sie es sonst kennen. Wir haben Logistik, also Beschaffung der Waren. Wir haben Lagerung der Waren sachgerecht, Sortierung der Waren. Wir haben die Abgabe der Waren. Wir müssen unsere Kunden verwalten und haben dafür natürlich auch entsprechend viele Helfer. Über 200 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bei den drei Tafeln des Diakonischen Werkes Bergstraße. Daran kann man ermessen, wie viel Arbeit es gibt. Wie viele Kunden
kann man denn sagen, versorgen Sie denn über die 3 Tafelstandorte und die 200 Helfer? Also wer zu uns kommt, sind die Haushalte. Das sind 525 Haushalte etwa. Aber was natürlich zählt, ist die Menschen, die in den Haushalten leben, denn die versorgen wir ja. Und das sind knapp 1500 Menschen. Und ich sage es immer wieder, das erstaunt auch mich, immer wieder, davon sind 40% Kinder. Kinder, die also quasi über die Tafel mit über zum Teil qualitativ sehr schöne Lebensmittel versorgt werden. Man sieht es auch hier auf dem Hintergrundbild. Frische Lebensmittel, Lebensmittel, die vielleicht sonst nicht eingekauft werden würden, weil wo das Geld knapp ist, muss irgendwo gespart werden. Ich denke, das ist eine ganz wichtige auch Zahl, die Sie genannt haben, dass viele Familien mit Kindern hierüber auch erreicht und unterstützt werden. Das sind ja dann schon fast 600-700 Kinder, die über die Tafelarbeit allein der Diakonie im Kreis Bergstraße hier für vernünftiges Essen auch dann mit versorgt werden können. Wie sieht denn die Situation jetzt in etwa aktuell aus? Einerseits, was die Helfer betrifft, sind in dieser Phase auch der Schließung des Betriebs, der Umstellung, sind Ihnen Helfer sozusagen abhanden gekommen? Sie haben gesagt, es sind neue dazugekommen. Wie stellt sich so die Situation dar? Die tollen jungen Helfer aus dem ersten Lockdown sind alle wieder zurück im Job und wir wissen alle, dass die Leute zwar ihre Kontakte beschränken, aber weiter arbeiten sollen. Insofern sind die uns jetzt weggebrochen, verständlicherweise, weil Tafelarbeit erfordert einfach zu viel Zeiteinsatz, dass man das locker neben einer Berufstätigkeit einbringen kann. Wir haben circa 25-30% der Helferinnen und Helfer im Moment nicht mehr vor Ort bei den Tafeln, weil diese Helferinnen und Helfer schlicht und einfach sich dem Risiko gesundheitlicher Art nicht aussetzen können, weil sie selber eben Risikopatienten sind. Das sind sie sowieso alle, weil der Altersdurchschnitt bei uns ist näher 70 als 60, weil sie vielleicht Partner haben, die sie schützen, oder weil sie ganz einfach sagen, nein, das ist mir jetzt zu riskant. Die übrigen Helfer, die übrig geblieben sind, stehen unter einem großen Druck. Die haben schon sehr viel Spannung und Nervosität, weil sie einerseits helfen, weil sie das gerne möchten, weil sie eben ihre Kunden kennen, weil sie ihre Kunden nicht im Regen stehen lassen möchten. Und trotzdem schwingen natürlich die gesundheitlichen Bedenken immer mit. Wir müssen mit weniger Personal die gleiche Arbeit machen, weil wir müssen die Abstands- und Hygieneregeln einhalten. So schön wie das Bild, so sieht es schon lange nicht mehr aus. Wir haben Spuck- und Niesschutz, wir haben alles, was Sie kennen. Wir haben ellenlange Listen, Anwesenheitslisten und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen mehr Arbeit leisten mit weniger Helfern, die wiederum auch im Grunde genommen schon in einem Spannungsfeld sind. Und zusätzlich, was die Tafelarbeit halt auch immer noch ein bisschen schön gemacht und hat und gesellig gemacht hat, gemeinsame Frühstückspausen, mal ein bisschen zusammenstehen, reden. Auch das ist komplett weggefallen. Die dürfen dann nicht mal zusammen eine Frühstückspause machen, selbst wenn sie den ganzen Tag an der Tafel arbeiten. Und auch der Kontakt zu den Kunden ist leider nicht mehr gegeben, weil wir im Herbst mit dem zweiten Lockdown und mit der neuen, doch sehr stärkeren Welle auf kontaktlose Ausgabe umgeschwenkt sind. Das heißt, die Kunden bekommen ihre Waren nicht mehr in diesen Tafelräumen, sondern die warten vor der Tafel, bekommen die Ware in Einkaufswagen vorsortiert und gepackt, und kriegen diesen Einkaufswagen vor der Tafel übergeben und packen dort ihre Ware ein. Also fällt auch dieses ganze Thema Kommunikation mit den Kunden, was auch ein sehr wichtiger Aspekt der Tafel ist, komplett weg. Und dennoch, das weiß ich, weil mich Kunden anrufen, immer fragen, haben Sie noch auf, können wir noch kommen? Und selbst diese eingeschränkte Tafelarbeit ist noch wichtiger als gar keine Tafelarbeit. Das wäre jetzt so die nächste anschließende Frage auch gewesen. Wie ist denn die Nachfrageentwicklung in den letzten Monaten? Hat die Pandemie dafür gesorgt, dass die Nachfrage eher noch gestiegen ist? Können Sie da eine Aussage dazu treffen? Im Moment spiegelt sich das bei uns noch nicht in wirklich signifikant steigenden Zahlen nieder. Ich denke einfach, da wird sehr viel aufgefangen durch Kurzarbeit und so weiter und so fort. Und
bis ein Mensch zur Tafel geht, muss er erstmal ein bisschen mit sich ringen. Und es muss ihm wirklich richtig schlecht gehen. Wenn jemand jetzt kurzfristig in eine finanzielle Schieflage kommt wegen der Pandemie, dann rennt er nicht sofort zur Tafel, weil Tafel ist auch immer schambehaftet. Ich muss schon ziemlich, ziemlich eng dastehen, dass das stärker ist als das Gefühl der Scham. Bis sich das mal so ausbildet, das wird mit Sicherheit eine Zeitverzögerung sein. Wir haben leicht steigende Zahlen, aber wir spüren eben, dass die Kunden, insbesondere die Haushalte mit Kindern, deutlich mehr Lebensmittel von uns benötigen, weil das Leben teurer geworden ist. Das sind jetzt keine Kunden, die dadurch sparen, dass sie nicht mehr ins Restaurant gehen. Da gingen sie vorher eh nicht hin. Aber die müssen permanent zu Hause irgendwie Lebensmittel vorhalten für ihre Kinder, die jetzt nicht in die Schule gehen, die kein Schulessen haben. Da ist der Druck schon höher und damit auch gerade auch bei den Kunden, die wir schon haben, deutlich auch der Bedarf an Tafelarbeit höher. Eine Kundin sagte es in einem Interview mit der Lambertheimer Zeitung, während wir eine verlängerte Schließzeit in Lambertheim hatten, wurde es für sie einfach eng. Wenn sie dann im Supermarkt einkaufen muss und gleichzeitig die anderen stehenden Kosten wie Miete und so weiter hat, dann kommen die Leute wirklich in erhebliche Engpässe, die wir, viele von uns sich vielleicht so gar nicht vorstellen können. Ja. Jetzt ist die Ausgabe auch nicht ganz kostenfrei. Es wird zumindest ein kleiner Obolus verlangt. Das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen an der Stelle, diejenigen, die sich vielleicht mit der Tafelarbeit noch nicht ganz auseinandergesetzt haben. Ja, die Tafelnutzer zahlen einen symbolischen Einkaufsbetrag und das ist auch gut und wichtig, weil es zum einen auch signalisiert, okay, das ist jetzt hier nicht alles umsonst, ich leiste auch meinen Beitrag. Und dieser Beitrag ist auch erheblich, weil durch diesen symbolischen Einkaufsbetrag decken wir circa 30% unserer Ausgaben. 70% unserer Ausgaben können wir nur durch Spenden decken. Wir haben eben keine geregelte, gesicherte Förderung. Und jedes Mal, wenn ein neues Jahr beginnt, denke ich mir, wie schaffe ich das bis Jahresende mit Spenden und anderer Unterstützung, diese Ausgaben zu stemmen, die natürlich geprägt sind von einem Kühlauto, von Kühlsystemen, von Mieten und so weiter und die dann schon pro Tafel circa 50.000 Euro sind. Genau, das ist also keine gesetzliche Aufgabe, der Sie nachgehen. Im Gegenteil, eine freiwillige Aufgabe, die überwiegend auch selbst zu finanzieren ist. Das muss man wirklich auch nochmal an der Stelle auch betonen. Verbunden natürlich auch gern an der Stelle auch mit einem Aufruf, die Tafel zu unterstützen. Finanziell durch Spenden, da sind Sie darauf angewiesen. Unsere Region, unsere Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass die Tafelarbeit sich entsprechend über Spenden auch finanziert, damit sie aufrechterhalten werden kann. Und Sie haben es angesprochen, auch die Helfer, wer helfen möchte. Ich glaube, so einen Tag die Woche sollte man mindestens bereit sein. Ich weiß nicht, Frau Weber-Schäfer, vielleicht können Sie mal sagen, 4 bis 6 Stunden für die Tafelarbeit zur Verfügung zu stehen. Ja, so 6 Stunden ist super, 5 Stunden wären auch schon gut, aber in der Tat, eine regelmäßige Hilfe wäre schon sehr, sehr wichtig. Wir können im Moment noch gar nicht mal so viele neue Helfer wirklich einteilen, weil wir durch die veränderten Rahmenbedingungen Corona ja gar nicht mehr mit so vielen Helfern in der Tafel sein dürfen. Und die, die da sind, müssen richtig Experten sein. Das muss ratzfatz gehen. Diese Einarbeitung von neuen Helfern oder so, da sind wir fast jetzt auch schon wieder überfordert. Wir wissen aber, dass wir viele Helfer langfristig verlieren werden. Von den 30%, die im Moment nicht kommen, werden viele gar nicht mehr kommen. Weil es sind ohnehin Menschen zwischen 70 und 80. Und wenn die Pandemie rum ist, ist dann einfach auch die Luft raus, aus gutem Grund und verständlicherweise. Wir brauchen also ein Konzept, wie wir mit jüngeren Leuten auch die Tafelarbeit stärken können und die Mischung im Alter etwas breiter streuen können. Und da sind wir dabei im Diakonischen Werk, auch mit Herrn Tobias Lauer, unserem neuen Leiter, aber auch mit den Teams in den Tafeln, uns Gedanken zu machen, wie kriegen wir die Struktur gerade im Ehrenamt Tafel so hin, dass wir dauerhaft als Tafel unseren Betrieb aufrechterhalten können.
Da sind wir auch schon beim Ausblick in die Zukunft und kommen so langsam auch zum Ende unseres interessanten Gesprächs, Frau Weber-Schäfer. Wir hoffen ja alle, dass dieses Licht am Ende des Tunnels immer heller wird und alsbald wir hier aus dem Tunnel rausfahren, was die Pandemie betrifft. Das wird noch einige Zeit natürlich auch dauern. Und wann und wie genau die Welt danach aussieht, das wissen wir, glaube ich, alle auch noch nicht genau. Aber die Hoffnung besteht, dass wir diese Pandemie und diesen Virus alsbald, und wenn es durch die Impfung entsprechend erfolgen kann, hinter uns lassen können. Wie sehen Sie sozusagen die Tafelarbeit in Zukunft? Und zum Abschluss vielleicht nochmal 2, 3 Wünsche natürlich auch an die Politik und an die Region. Ja, ich finde es zum Teil sehr schön. Es geschieht auch teilweise schon, wenn die Kommunen, also Lokalpolitik vor Ort, die Tafeln mit regelhafter Förderung unterstützt, dass bestimmte Grundausgaben nicht so Stress verursachen. Spenden, Fundraising, Stress. Und außerdem gibt es den Ehrenamtlichen das Gefühl, dass ihre Arbeit vor Ort geschätzt und gewürdigt wird. Für jetzt spüren wir auch in der Pandemie, dass wir relativ allein gelassen sind. Ich hätte mir Unterstützung vielleicht gewünscht, auch über das Gesundheitsamt oder so, bei den Hygienekonzepten. Es war schwierig, ich verstehe es auch, es gab so viele andere Probleme. Also war das schwierig, da Kontakt herzustellen. Wir haben jetzt Anfragen von den Tafelhelfern, ich finde aus gutem Grund, ob sie nicht irgendwo in der Impfreihenfolge vorkommen. Die kommen nicht vor, die ganze soziale Arbeit ist in der Impfreihenfolge irgendwo nicht definitiv auffindbar. Da hätte ich mir halt auch gewünscht, Tafelarbeit ist in Deutschland wirklich ein großer Faktor, der dazu beiträgt, Menschen in prekären Situationen zu unterstützen. Und wir alle wissen, dass es überwiegend ältere Menschen sind, die Tafelarbeit leisten. Da hätte sich viele Helferinnen und Helfer gefreut, wenn sie vielleicht in der impfreien Folge auch berücksichtigt worden wären. Und ich wäre auch total glücklich gewesen, weil ich mir nicht mehr so viel Sorgen machen müsste, die Helferinnen und Helfer. Und insgesamt denke ich, aus Sicht der Politik, sich bewusst zu sein, dass wir mit der Tafelarbeit helfen, Armut zu lindern, aber beseitigen sie nicht. Und wir erreichen mit der Tafelarbeit auch nicht alle Menschen, die in prekären Situationen sind, aufgrund von sehr geringen Renten, nur Grundsicherung oder Sozialleistungen. Das sind im Kreis Bergstraße für alle Tafeln, damit kommt noch Bensheim und Fürnheim dazu. Dann haben wir insgesamt 5 Tafeln im Kreis Bergstraße, decken wir höchstens 10-15% ab. Die anderen Menschen können nicht zur Tafel kommen, wir können sie auch gar nicht alle unterstützen. Und hier, denke ich, gilt es auch einfach nochmal einen Blick drauf zu werfen und zu gucken, wie können wir da helfen. Vielen Dank, Frau Weber-Schäfer, sagen wir auch für das Schlussstatement und den ein oder anderen Wunsch, der absolut nachvollziehbar ist. Wir haben ja gerade jetzt, was die bundesgesetzliche Verordnung betrifft, auch für die Verimpfung und die Impfreihenfolge. Ich glaube, heute und in den nächsten Tagen nochmal eine Diskussion in Berlin, dass hier nochmal nachgebessert werden soll. Auch bei uns und bei mir gehen da verschiedene, natürlich auch Interessengruppen voran mit der Frage, ob sie nicht auch konkreter aufgeführt werden oder in eine frühere Impfreihenfolge definiert werden können, wie Hausärzte, Erzieher, Lehrer oder natürlich zum Beispiel auch Helfer in Sozialverbänden, die man durchaus als systemrelevant, sage ich jetzt mal an der Stelle, auch bezeichnen kann. Ich bin gespannt, wie die Diskussionen hier verlaufen in Berlin, was die Veränderung auch betrifft und die Einbindung der Ethikkommission, die diese Reihenfolge ja vorgegeben hat. Als Landratskandidat möchte ich natürlich gern dazu beitragen, dass wir nach den Wahlen auch den Tafeln als Kreis eine Verstetigung ihrer finanziellen Arbeit auch leisten können, eine Unterstützung leisten können. Das ist zwingend notwendig, nicht nur immer in, sage ich mal, den berühmten Sonntagsreden den Dank auszusprechen an die Tafeln. Am Ende des Tages muss auch was Zahlbares dann hinten bei rauskommen. Das wäre mir ein wichtiges Anliegen, auch heute schon mal in Richtung der Rimbacher Tafel, aber auch in Richtung der Tafel der Diakonie zu senden. Und am Schluss bleibt mir natürlich ein großes, großes Dank
Dankeschön Ihnen, den über 200 Helfern zu sagen und vor allem auch dem diakonischen Werk zu sagen, dass man sich hier in der Region dieser eminent wichtigen Arbeit letztendlich auch annimmt. Es gibt Sozialverbände, die eine andere Auffassung haben zur Tafelarbeit. Die Diakonie steht da zu 100% dahinter. Ich mache das auch. In diesem Sinn sage ich vielen Dank, Frau Weber-Schäfer, an der Stelle für das interessante, authentische Gespräch heute über die aktuelle Situation in der Tafelarbeit. Wir alle wären froh, glaube ich, wenn wir sie nicht bräuchten, die Tafelarbeit, aber es ist leider ein anderer Zustand bei uns in der Gesellschaft. Insofern setzen wir darauf, dass wir Sie bestmöglich unterstützen können bei der Umsetzung Ihrer Arbeit in den nächsten Jahren. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ich danke Ihnen.